Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Bearpo Products und heute geht es um eine riesen Herzensangelegenheit und ein bisschen um den Bogensport. Viele von euch kennen mich, seitdem ich ungefähr so groß bin und viele von euch überhaupt nicht. Ich habe eine ziemlich kämpferische Kindheit hinter mir. Ich hatte zu kämpfen mit Legasthenie und darum mich in der Schule richtig gut zu konzentrieren und ich war wahrscheinlich nicht der beste Schüler. Und habe aber schon früh in meinem Leben gemerkt, dass das Leben eigentlich nicht darauf Wert legt, wo man herkommt und was man hat, sondern dass es immer darum geht, dass man das, was man im Leben erreichen möchte, dass man bereit ist, dafür zu kämpfen. Und als ich klein war, habe ich mir immer gewünscht, dass es eine Organisation gibt, die keine Schule ist, die allen Kindern und jüngeren Menschen und Studenten ein Zuhause gibt, wo sie die Kraft finden und vor allem, wo sie die Hilfe finden, ein wirklich freies und selbstbestimmtes Leben zu leben. Eine Organisation, die dir zeigt, dass es perfekt ist, genauso wie du bist und dass es keinen Grund gibt, die Hoffnung aufzugeben. Und die Organisation gab es nicht. Aber ich persönlich, ich hatte drei Menschen, die das für mich waren oder das heute noch sind. Und zwar sind es zum einen Dorothea, viele von euch kennen sie. Zum anderen war es mein Opa Oskar, grandioser Mann, der mir durch seine Taten immer gezeigt hat, dass es um die kleinen Dinge im Leben geht und dass je besser ein Mann ist, kann man daran messen, wie sehr er ein Gentleman ist. Und dann gab es meine Oma Annelotte, die mir wie keine andere Frau und kein anderer Mensch in der Welt gezeigt hat, dass ich, so wie ich bin, einfach perfekt bin. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist Zeit für eine Doha-Stiftung. Quasi für die erste Stiftung im Bogensport, die sich mit der Frage kümmert, was ist eigentlich größer als wir? Weil mal ganz ehrlich, außer Geräte und außer das, was wir alle sein wollen, muss es doch mehr geben in dieser Welt. Und Bearpo Products und unsere Doha-Stiftung werden sich nun dem Ziel verschreiben, eine Organisation aufzubauen, in der Kinder ein Zuhause finden, wenn es darum geht, die Hoffnung wiederzufinden, wenn man sie verloren hat. Denn das Leben ist genau wie der Bogensport. Ob du triffst oder ob du dein Ziel erreichst, hängt nur von dir selber ab. Ob du dich konzentrierst und ob du bereit bist, genau den Weg zu gehen. Und deswegen haben wir angefangen, ab diesem Jahr 3% pro Bogen in unsere Stiftung zu investieren, um damit versuchen, die Welt zu einem besseren Ort für unsere Kinder zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, ganz ehrlich, wir allein können ein bisschen machen, aber mit euch können wir richtig viel machen. Deswegen ist es auch ein kleiner Appell an alle Leute, die mutig genug sind, zu glauben, die Welt zu verändern. Kommt auf Social Media, bezieht Position, dass ihr die Welt besser machen wollt und benutzt den Slogan Bearpo for Doha. Und alles, was ihr an monetären, also an Gelddingen spendet, werden wir um 10% aufbohren. Und wir übernehmen alle Transportkosten an die Orte, wenn ihr uns Kleidung, bevor wir sie wegschmeißen, machen wir was Gutes damit, Spielzeuge oder andere Dinge für Kinder spendet. Wir übernehmen die Kosten und verteilen es genau an die Orte, wo es hingehört. Und wir sind richtig froh, alle Leute, die mutig genug sind, bei uns im Spendenprogramm begrüßen zu dürfen. Alles geht eigentlich darum, dass ich und vor allem die ganze Firma daran glaubt, dass es etwas Größeres gibt als uns selber. Ich bin extrem stolz drauf, dass wir uns der Verantwortung stellen, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Und vor allem wissen wir alle, wie es sich anfühlt, wenn man mal nicht weiter weiß und einem dann jemand hilft. Also unterstützt uns mit Bearpo for Doha und vor allem unsere Doha-Stiftung, meinem größten Schatz, was ich in meinem Leben habe, mit meiner stolzesten Angelegenheit. Helft uns, was Großartiges zu machen. Und das Video möchte ich mit drei ganz besonderen Worten oder Sätzen beenden. Lang lebe dieser verdammt geile Bogensport. Lang lebe vor allem Bearpo Products. Lang leben all die Menschen, die Gutes denken, Gutes tun wollen und verrückt genug sind, die Welt zu verändern. Und vor allem lang lebe die Bearpo Mafia. Macht's gut.